Tag 27 von meiner Ecuador-Reise. Ich bin jetzt schon seit einer Woche am Unterrichten. Da ich gerade allein im Haus bin, habe ich gedacht, es wird mal Zeit für eine kleine Roomtour. Wir haben hier das Wohnzimmer, featuring eine Gitarre, eine Couch, eine Hängematte und dann hier noch einen Schreibtisch. Dann hier draußen geht es auf den Balkon. Dann haben wir ein Zimmer. Aki, wir haben ein anderes Zimmer. Mein Zimmer. Yes, das. Aki, seguimos. Da. Mein Badezimmer. Man kann also gar noch ein Stück weiter raufgehen. Da oben hat es nicht besonders viel. Das ist der Ort, wo wir unsere Kleider aufhängen können. Man kann auch Hängematte aufhängen. Und da oben trainiere ich manchmal, wenn ich trainiere. Was natürlich auch noch ist. Da oben hat man eine gute Sicht über den Fluss, der gerade hier in der Nähe ist. Machen wir weiter, nämlich es hat noch einen Stock, den wir auch gesehen haben. Und das ist die Küche ist hier eigentlich relativ gut eingerichtet für Ecuador-Verhältnis. Man hat alles, Herd, Ofen, Lavabo, man hat sogar einen Tiefkühler, einen Kühlschrank. Dann geht's weiter. Der Vorratsraum hat leider nicht so viel Essen drin. Dann haben wir hier ein weiteres Zimmer. Das ist eben das coole Zimmer. Die haben ein eigenes Bad. Und ja, das Brünneli hat noch besser als meins. Definitely cooler. Aber es ist noch nicht alles. Vor dem Haus haben wir eine weitere Hängematte. Da haben wir so einen fancy Weg, der hier zur Tür führt. Hier hinten ein Abstellräumchen. Dann hier haben sie eine kleine Meersäule-Farm. Sie züchten Meersäule, ich habe sie nie gefüttert, aber für das sind andere zuständig. Also wieder von lebensnah. Und dann die neueste Kreation hier. Das Schulzimmer. Ich will euch das Schulzimmer vorstellen. Hier hinten unterrichte ich einmal. Da hocken am Kinder, da schreibe ich einmal meine Weisheiten auf. Da ist ihr Schulmaterial. Da ist der ominöse Herd, wo ich einmal mit ihnen Porridge koche, jeden Tag. Und sogar da hat es noch einen Stock. Da steht jetzt noch nichts, aber ich bin eigentlich jetzt die erste Lehrperson, wo im fertigen Schulhaus unterrichten kann. Da ist schön viel Platz. Wir werden ein Schulzimmer hier auflegen. Dann da. Seht ihr so einen beschissenen Traumfänger, der mal eine Lehre gemacht hat. Dann hier unten das Cake, da innen sind Kühe. Und der Sigi schaut am recht gerne den Kühen zu. Auf seiner Hängematte. Und die Kühe verkauft sind, die werden irgendwann mal geschlachtet. Also das ist das ganze Schulhaus. Für Ecuador-Verhältnisse ist das ziemlich modern. Da unten ist der Eingang zu dem ganzen Anwesen, zu dem ganzen Grundstück. Und das ist eigentlich schon das ganze Haus hier. Es ist natürlich für Ecuador-Verhältnisse eigentlich schon fast eine Villa. Es ist wirklich schön hier. Im Moment ist es auch nicht so heiß. Und ja, ich werde euch sicherlich noch ein bisschen weiter rumführen. Irgendwann mal hier im Regenwald. Ich kann es selber auch noch nicht so viel erforschen, aber ich hoffe, es wird sich bald ändern. Aber ich werde mit bestimmt mit more action da, mit dem Baum da im Hintergrund werde ich mich verabschieden. Hasta luego, hasta pronto, nos vemos!